Hallo Leute und herzlich willkommen bei InfoSpace an diesem Sonntag mit eurem Matti. Schön, dass ihr wieder zugeschaltet habt. Und wie versprochen zeige ich euch meine Rohrleitungen, die ich jetzt alle angeschlossen habe. Und dann beschäftigen wir uns heute mit der Produktion von Sauerstoff, Wasser und dann mit der einfachen Mahlzeit, dass sich Leute auch hier einziehen können. Und was ich hier auch schon mal bauen möchte, ist da eine Raumhafen, dass die hier direkt anschließen können und wir bauen die einfach mal hier hin, damit die hier sauber platziert ist. Die benötigt wahrscheinlich noch keinen Strom, weil das sollte ja dann genügend 150 Beton und wir müssen dann auch schauen, dass wir hier mit dem Stahl weiter produzieren können. Das passt soweit. Gebäuden sollten ca. 288 Gebäude sein, wenn ich da schon mal ein bisschen abschaue in meine andere Stadt. Was verbrauchen die denn hier schon? Die verbrauchen 2 Sauerstoff und 2 Wasser. Wenn ich das raufrechne, brauche ich ca. 600 Wasser und 600 Sauerstoff. Das machen wir gleich und da müssen wir mal schauen, wo wir das Ganze platzieren. Ich denke, hier oben hätten wir noch Platz. Oh, wo komme ich? Hier komme ich bis hier oben hin. Dann können wir hier die Zufahrt machen und die fahren dann hier runter und werden... Ich brauche hier da gar nicht. Ich kann das alles mit Rohren machen. Oh, das braucht schon 40 Stahl. Wie viel brauchen denn diese hier? 5. 40. Die produzieren aber gerade 5. Wir haben gesagt, 2 sind 500. Das heißt, 100 solche Gebäude. Ah, die machen in 10 Sekunden. Ah, da brauchen wir nicht so viel, weil in 10 Sekunden 6 mal 10 sind 30. Dann hätte ich bei 30, wenn ich 10 Stück hätte, hätte ich ja 300. Und wir haben gesagt, wir brauchen 600, das heißt 20 von diesen Filteranlagen. Und wir haben jetzt auch noch Wärmetauscher gebaut, also 20 solche, weil die 10 in 5 machen und die machen in 10 2. Brauche ich aber einiges weniger, also bauen wir hier mal 10, habe ich gesagt, 300, ja, das sind 20 solche. 20 solche, die bauen wir hier oben hin. Habe ich mein Raster nicht eingeblendet? Ah, jetzt passt es wieder. So, 20 solche. Das sind dann 400 Stahl. Ja, die kommen gleich rein. Da brauche ich dann wieder eine Straße. Dann bauen wir zuerst die Straße. Und zwar einfach von... Das genügt ja eine einfache. Braucht nur Beton. Platzieren wir einfach da mal der Straße entlang. Entschuldigung. So, und dann gehen wir jetzt, wie gesagt, zu den Wassern. Wassern habe ich gesagt 20. Und müssen wir die so bauen? Ja, ja, spielt doch keine Rolle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Ja, da. Oh. So. Glückwunsch, deine Stadt hat das gerade Level 4 erreicht. Das ist wunderbar. Jetzt bin ich da vom Zählen rausgekommen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8. Und die brauchen dann ja auch noch Strom. Das müssen wir auch dann schauen, dass wir das machen. Und ich denke, mir mache eine kurze Pause, bin gleich wieder da, damit wir genügend Stahl haben und dann machen wir gleich weiter. So, ich bin wieder da, ein bisschen früher eingeschaltet, weil hier geht meine Bevölkerungszahl hinunter. Wir bauen da weiter. Wahrscheinlich ist jetzt das Problem, dass ich das Raumschiff schon gebaut habe. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wie viel haben wir gesagt? 20? Schon 20, ne? 10 waren ja 300, wir brauchen 600, also nochmals 10. Ich baue doch die gleich auf der anderen Seite hin.
Dann brauchen wir einmal nachher noch Stromerzeugung und da wäre das Umspannkraftwerk, da können wir gleich so platzieren. Das sollte ja noch drin liegen. Ja, ja, der wird schon mit Strom versorgt. Plops. Bauen wir hier nochmals eine einfache Straße von hier nach oben. Einmal so nach da unten und sagen hier nochmals unsere Wasserwerke. So, wir haben schon wieder noch 200 Beton. Die brauchen ja Strom. Die brauchen 10 Megawatt. Das sind 200. Machen wir hier mal mit Windrädern. Wo sind meine Windräder? Die sind hier beim Strom. 200. Das sind 10 Windräder. Die brauchen zum Glück nur Beton. 10 Windräder. Den Blau ziehen wir gleich hier am Rande. Das können wir gleich so machen. Ne? 10 Windräder. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wir machen noch eine Reserve hin. Einmal drehen. So, dann passt das. Das braucht kein Personal. Hier noch dann die kurze Stromleitung hin platzieren. Ja, das hätte ich auch anders platzieren können. Der sollte ja doch hier einmal hier sein. Gehen wir nach hinten. Platzieren das einmal hier hin. Und die sind ja alle miteinander verbunden. Dann haben wir mal das Wasser. Dann müssen wir schnell die... Das war Wasser. Ja, war Wasser. Die produzieren auch dann Wasserrohr. Dann hätten wir einmal hier die untere Leitung. Gehen hier nach oben. Danke. Forschung abgeschlossen. Ja, das schauen wir nachher an. Wir haben jetzt ein anderes Projekt. Aber wenn da die Forschung läuft, ist es sicher nicht falsch. Und einmal von hier nach hier. Jetzt ist der Sauerstoff das nächste Thema. Und hier habe ich gesagt, da brauche ich ja einmal, habe ich noch gar nicht ausgerechnet, Sauerstoff. Ne, ja, Sauerstoff 2. 2 sind mal 6 sind 12, sind 10 sind 120. Dann brauche ich 50 von diesen. Oje. 50 Stück. Okay, dann platzieren wir die auch schon mal. 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Straße erweitern. Ihr solltet. Ah ja, den Strom habe ich noch nicht einberechnet. 10. Dann gehen wir hier einmal mit der Straße hier hoch. Da wären dann die 20. Dann wäre da die 20. 4 Abstand. Dann wären hier 40. Und dann kommen hier die 50. Ne? Das passt soweit. Richtig gerechnet? Ich hoffe es. Wir sehen's. Dann hier einmal so platzieren. Jetzt ist dann gleich das Material wieder weg. Ja, ja. Schumm. Lassen wir mal schnell so sein. Dann schauen wir wegen den Windrädern nochmals. Dass wir hier auch nochmals Windräder platzieren. Eine braucht. Wir gehen hier rein. 10 Megawatt. Wir sind 50. 10 mal 10 sind 100. Wir sind 500 Megawatt. Und 10 sind 20. 10 sind 20. 10 sind 200. 10, 20. Da brauche ich 30 Windräder. 30 Windräder. Platzieren wir die doch hier auch hier drin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 30 Windräder. Da kann ich über die Steine hier bauen.
Nein. Und dann platzieren wir die einfach mal auf dieser Seite noch. Das können wir dann später dann noch korrigieren. Wir bauen hier doch nochmals eine Reihe. Das passt für mich gerade. Schau mir das nachher mal an. Das Ganze mal so platzieren. Die hier so. Und einmal so. Die haben jetzt glaube ich alle Strom. Und dann bauen wir einmal noch die Leitungen hier. Wo sind meine Leitungen? Sauerstoff. Und dann können wir einmal von hier nach da machen. Gehen hier runter zu unserer Stadt. Platzieren die hier einmal. Nee. Nicht so. Abbrechen. Das passt. Und dann können wir hier nochmals das Ganze auf diese Seite ziehen. Und dann kommen ja unsere andere noch hier hin. Und hätten das auch so platziert. Dann machen wir weiter und bauen hier die restlichen Sauerstofffilteranlagen hin. Material her. Ja. Geht so halb und knapp auf. Noch die 10 Stück. 1, 2, da fehlen noch 3. Und dann müssen wir schauen, dass wir nachher auch hier Beton und Stahlproduktion wieder erhöhen. Aber dann sollte auch das Personal wieder kommen. Wir haben hier 1, 2 und dann kommt das letzte noch. Und da warten wir noch schnell auf die 15. Stahl, ich wollte schon Eisen sagen. Es ist ja momentan Stahl. Und gut, die 15 sind da. Und jetzt sollte ja die eigentlich alle beliefert werden. Wir schauen hier noch einmal die Rohre an. Doch, den habe ich hier beide. Die passen soweit. Ich glaube, da kommt, ja, die werden gefüllt. Eins nach dem anderen. Und ziehen jetzt da auch schon Leute ein. Ja, hier kommen die Leute, das passt. Hier sollte es ja wieder nach oben gehen. Und die gehen nach oben. Gut, wie viel wollen da einziehen? 153, 154. Also das steigt extrem. Das passt ja mal. Hier ziehen die ersten ein. Und dann müssen wir da weiterschauen, dass wir hier wirklich Stahl und Beton die Produktion erhöhen. Das wäre ja diese zwei Gebäude hier. Wir bauen dann auch ein Lager. Und zwar brauchen die dann Sand und Schwefel. Und hier wäre es ja Eisen, Kohlenstoff und Wasser. Bei der Stahlproduktion, das ist kein Problem. Wir lassen da mal die Leute einziehen. Wo hätten wir dann unser nächstes Feld hier? Ja, nicht Kupfer, ich brauche... Hier Schwefel, dann können wir hier ja irgendwo die Produktion hin machen. Und zwar wäre ja das folgendermaßen, ich möchte hier mal, ja wichtig wäre jetzt der hier, ne? Und dann müssten wir Eisen haben. Hier wäre Kupfer. Ist hier gerade nicht irgendwo Eisen vorhanden? Aber wenn man wieder Eisen benötigt, dann ist das Eisen nicht da. Und wenn man etwas anderes möchte, dann... Hier sind wir schon oben. Und hier haben wir den Zug schon. Aber wir hätten hier Eisen. Und wenn wir sagen, okay, wir möchten hier ein bisschen haben. Hier braucht es ein, sind 6 in einer Minute. Und wo ist unser Eisen? 6 in einer Minute. Und der macht 4 mal 6. 4 mal 6 sind 6, 12, 18, 24. Also einer macht 24. Nicht richtig, ja. 4 mal sind 24. Also eine Mine 24. Und die benötigt ja 6 in einer Minute,
sind 6, 12, 18, 24. Das heißt, eine Mine gleich 4 solche. 1 zu 4 Verhältnis. Dann schauen wir, dass wir hier das schnell machen. Und zwar gehen wir auf die große Mine. Bauen hier die Eisenmine. Dann hätten wir das auch gemacht. Dann geht es da schneller vorwärts. Also wären das 4, 8, 12, 16, 24, 28, 32, 36. Okay, 36, dann bauen wir schnell die Straße hier hin. Hier können wir, ja, hurra, statt Level 4 reicht. Wir waren bei 24, jetzt probieren wir das mal noch mit Einbahnstraßen, weil das sollte ja so funktionieren. Wir bauen hier aber schon schön, hier hoch, hier hin. 24, jetzt machen wir hier mal schnell kurz Pause. 24, weil hier brauche ich ja nur Beton. Wir können hier ja gleich weiterbauen. Dann bauen wir hier nochmals die Straße. Einbahn 24. Platzieren wir das einfach mal so hin. Und sagen hier ja einfach mal, ganz einfach. Können wir gleich hier so machen, ne? Wir lassen mal hier noch Abstand. 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann hätten wir ja die 8. Dann können wir hier so machen. Meine Stimme, einen Moment nochmals. So, Entschuldigung, sind 8. Dann gehen wir hier so hin. Die Straße platzieren wir hier. Die ergänzen wir. Und dann machen wir nochmals eine. Und platzieren die einmal so hin. Dann gehen wir nochmals Fabrik. 24 haben wir gesagt. Das sind 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 16. Die andere hätten wir noch gar nicht benötigt. Es sind 24 und die brauchen jetzt natürlich noch Kohlenstoff, und zwar eine in 10 Sekunden, dann sind das 6 pro Dings, 6 mal 24 wären es dann, richtig gerechnet, ja, 6 mal 24, 6 mal 20 sind 120 und 6 mal 4 sind 6, 12, 18, 24. Das ist ja wie 12 und 12, ne, sind 144. Ja, 144. Und Kohlenstoff, die lassen wir jetzt mal hier stehen. Kohlenstoff war jedoch irgendwo hier. Und hier machen wir ja 2, 2 mal 6 sind 12. 10 sind 120. Aber brauche ich erst 12. Ja, 12 Stück. Und dann können die ja gleich nach unten platzieren. 12 Stück. Ja. Dann kommen die von hier rein. Die fahren ja alle so rein. Ich kann ja die 12 einfach auch hier platzieren. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Das genügt mir. Was brauchen die an Strom? 10, 10, wir haben 12, sind 120. Sind 120 Megawatt plus diese hier, sind 5, sind 10, sind 20, sind 30, sind 40, wären schon 160.
160 und dann die noch, die brauchen 2, 2 mal 24 sind 48, sind 48, sind 208 und dann hätten wir das und dann brauchen wir noch das Wasser. Wasser können wir dann mit Leitungen machen und dann schauen wir das mal an. Die brauchen 1, die brauchen 6. Auch 100, 144. Und die macht ja 5 in 10 Sekunden, sind 30, 60, 90, 120, 150. Das heißt 5 solche. Und das genügt mir ja auch gleich da von der ganzen Ressource her. 2, 3, 4, 5. Und dann brauchen wir Strom. Die brauchen 10, 20, 30, 40, 50. Das sind irgendwie 250, 260 Megawatt, ne? Wir gehen da nochmals auf das coole Elektro. Und können wir hier gleich alles abdecken. Dann möchte ich hier schon eine Straße bauen, von hier nach da. Hier bauen wir jetzt mal schnell die Superautobahn. Was brauchen die? Boah, 35. Wir begnügen uns mit einer einfachen Straße. Wenn ich da die zweispurige nehme, die braucht schon 6, das genügt mir auch noch. Dann bauen wir hier einmal das Ganze so, die brauchen nur Beton. Dann gehen wir hier mal nach unten. Plus minus hier entlang. Das ist ein langer Weg, die können wir später updaten. Machen wir das Ganze so. Da komme ich gut vorbei. Ja, da hinten bin ich, ne? Lange Straße. Gut, zu den Aluminium war es auch lange. Gehen wir hier irgendwo bis hier hin. Ja, gehen wir nachher gleich runter. Hier nach unten. Dann ist auch hier die Zufahrt gewährleistet. Jetzt muss ich dann schauen, wie ich das mache. Einmal so. Das Ganze so und dann so und dann einmal so. Und dann gehen wir auch einmal von hier. Dann gehen wir mit Einbahn. Was brauchen die? Auch noch 4 Beton. Gehen wir hier hoch. Und hier erschließen wir das Ganze. Und sagen das einmal hier hin. Der möchte jetzt nicht snappen. Gut, passt. Und dann hätten wir eigentlich die Straße, die wir hier noch sauber verbinden. Und gut wäre. Und dann können wir hier ja auch wieder die Windräder platzieren. Und zwar, wir können auch wieder hier machen. Windräder. Dann bauen wir hier ein bisschen hin und das Lager wird noch benötigt. Was macht so einer? 20 sind 1, 2, 3, sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sind 200. Und dann wären es 400 und das genügt uns locker. Dann müssen wir die noch schnell mit Wasser anschließen. Mach mal Stopp. Wasser, Wasser, Wasser. Hier machen wir ja Wasser. Und die benötigen Wasser und die benötigen Wasser. Also einmal Wasserleitungen. Dann machen wir doch das gleich mal so. Dann sind die auch angeschlossen. Machen das Ganze wieder hier oben. Alle angeschlossen. Dann haben wir ja eine saubere Wasserverbindung. Lassen das mal laufen. Und das funktioniert. Die werden geliefert. Und dann möchten wir... Stopp, stopp, stopp. Unser Lager wollten wir noch bauen. Baumaterial Lager einmal groß
Das platzieren wir doch mal so hinein. Plups. Ah, ja. Klar. Das war der falsche Knopf. Dann gehen wir wieder retour. Die R-Taste war es, oder? Muss ich die jetzt nochmals packen? Ja. R. E. Jetzt ist das E. Oh, du müsstest so der Eingang sein. Und hier hätten wir ja einmal... brauche ich da einmal Rausfahrt und einmal Reinfahrt? Das sehen wir gleich. Wir nehmen hier einmal, weil das würde ja so sein. Und da müsst ihr ja sonst reklamieren. Nö. Reklamierst du, wenn ich die da verschiebe? Das geht nicht. Was passiert, wenn ich sage, von hier nach da? Ah, okay. Wir haben hier wirklich zwei Einfahrten. Dann bauen wir auch zwei Einfahrten. Und dann passt das so. Und dann sagen wir hier, let's go. Und dann sollte auch die Lastwagen hier. Was haben die denn? Okay, die haben Wasser. Dann machen wir hier einmal Stopp. Weil ich möchte ja hier schnell einen Bezirk bauen. Und zwar Stadtviertel. Dann sagen wir hier Wasser. Eigentlich sollten ja die gar nicht transportieren, ne? Dieses Wasser hier. Und gehen auch nur hier hin. Wir machen das mal so. Ups, das war... Nee. Ich muss schnell das Viertel anklicken. Ah. Nicht so, wie ich es jetzt mir gerade gewünscht habe. Visualisierung. Ah, wir machen das jetzt einmal schnell so. Machen hier den mittleren. Machen hier das nochmals weg. Platzieren das hier neu. Und sagen hier eigentlich einmal Wasser. Wo ist das Wasser? Das Wasser geht von diesem Stadtviertel nach hier oben. Hallo. Wasser. Von hier. Kann ich das Wasser? Jetzt passt es. Gut. Wir lassen das jetzt noch was laufen. Wir fahren keine Wasser mehr durch. Das passt für mich jetzt. Wir sollten ja das Ganze... Hier ist nur noch Wasserproblem. Die fahren jetzt hier rein. Das passt auch. Und die Lager, die sind verbunden mit dem anderen, also passt das. Und dann lassen wir jetzt das mal mit Vollturbo laufen. Das sollte jetzt ja alles soweit genügen. Ich denke ja. Oder wir machen das mit dem Stadtviertel anders. Das würde mich jetzt mal wundern nehmen. Wenn ich das so mache, einen Moment schnell. Wir machen hier nochmals Delete, machen hier ein Stadtviertel und sagen, upsala, du bist ein Stadtviertel. Und gehen hier wieder raus, Delete, boom, machen hier nicht die Diagramme, sondern Produktionsübersicht, Stadtviertel ein und sagen hier. Wir haben hier zu wenig Kohlenstoff. Ja, der Strom, der ist mir klar, weil da müssen wir nochmals korrigieren. Also gehen wir nochmals auf Stadtviertel. Gehen halt mal so und sagen das Ganze so. Decken das nochmals neu ein. Jetzt sollte es passen.
jetzt sollte es passen. Delete, nochmal Statistik hier in das Stadtviertel. Also wir bauen hier nochmals ein bisschen mehr. Mehr CO2. Jetzt passt es. Eine Reserve. Wasser benötigen wir eine mehr. Das ist auch kein Problem. Grundwasser. Dann sagen wir das so. Das wäre auch ausreichend. Passt, passt, passt. Passt 700. Wow. Und 400 produzieren wir. Wir benötigen 348. Also das heißt, wir sind hier alle ist im grünen Bereich. Und wir machen hier jetzt mit Stahl einiges vorwärts. Das passt. Und gut, unsere Bevölkerung. Reklamieren. Wir haben kein O2 etc. Dann machen wir hier einmal so. Sagen das Ganze mal so. Nehmen die Windräder mit. Machen das mal so. Und dann gehen wir hier wieder raus und sagen jetzt wieder in die Statistik und sagen mir dieses Stadtviertel. Habe ich da wirklich noch so wenig Strom? Wenn das so ist, dann machen wir noch Folgendes. Ich glaube, wir können jetzt zu den Solarzellen gehen. Das heißt, wir brauchen 500. Dann bauen wir hier mal noch welche hin. Und sagen hier einfach mal so. Ja, jetzt kommt er hoch. Dann bauen wir hier ein bisschen die Straße weg. Die brauche ich gerade nicht. Sagen hier weiter Strom. Ich baue da schon mal mehr. Auch wenn die Leute benötigen. Ja, der Stall, der geht weg wie warme Semmeln, ne? Ich habe mir da ein bisschen das Ganze erhöht, sage ich jetzt mal. Und dann müssen wir da weitermachen mit unserer Nahrung. Wir haben KI-Steuermodule freigeschaltet und können jetzt bauen. Fabrik für KI-Steuermodule. Das hört sich doch mal gut an. Hurra, hurra, ja. Und jetzt sollte ja die einfache Nahrung hier. 50. Also, wir brauchen Minimum 50. Ich möchte aber einmal die Stadtviertel nicht haben. Wir gehen hier nochmals rein und machen hier mal etwas und prüfen. Und zwar, was braucht die Bevölkerung hier an Nahrung? Und gute, einfache, 0,5. Wir haben ja 288 Gebäude, das sind 100, sagen wir 300, sind 300, brauche ich 150 einfache Mahlzeit. Und 150 einfache Mahlzeit bedeutet 150, sie machen ja 6, also sind 10. 60, 20 sind 60, 120, also 10, 20, brauche ich 30 von denen, dann brauche ich wieder 30 von denen, 30 Stück, mit 30 mache ich ja 30 in 10 Sekunden, 30 mal 6 sind 180, brauche ich 180 Wasser. Und wenn ich 180 Wasser benötige, mache ich ja hier wieder 30. 30 pro Minute sind 60, 30 pro Minute sind 3, wäre 90, das wären ja 6 Wasser. Also bauen wir weitere 6 Wasser. Die können wir ja auch gleich hier oben machen. Wasser, 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 Wasser. Das könnte sein, dass die mit angeschlossen sind. 1, 2, 3, 4.
5, 6. Dann hätten wir das Wasser. Hier sind auch mit Rohrleitungen verbunden. Nö. Gut, wir haben ja jetzt kontrolliert. Gehen gleich hier hin. Sagen das Ganze so. Und hier gleich nach hinten. Und einmal nach unten. Und dann haben wir gesagt 30 Nahrung. Wo machen wir die Nahrung? Die Nahrung platzieren wir auch hier oben an die Straße und sagen dann, ihr sollt hier runter gehen. Nahrung war hier, weil die benötigen ja nur Wasser. Das können wir mit Wasserleitung anschließen. Also sagen wir eine Straße und sagen hier auch wieder einbahnig. Und dann können wir hier so machen, dass wir hier sagen, okay, diese Straße kommt ja dann von hier nach hier entlang und von hier, ich bin gerade überlegen, wie ich das Stadtviertel aufbaue, eigentlich so, und dann können wir das Ganze ja mal von hier nach da machen, von hier nach da. Und später können wir nochmals 1, 2, 3, 4 von hier nach da machen und sagen, ihr kommt hier zusammen. Das ist ja kein Problem. 30 Nahrung. Nahrung, Nahrung, Nahrung. 30 Stück. Dann platzieren wir hier die gleich mal hier hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 8, 9, 10. Und schauen dann gleich den Strom an. Möchtest du hier nicht mehr hin? Doch. Doch, der kommt so. Oh. Ja, komm jetzt. Oh, da warst du. Ich möchte dich halten. Ich gebe nicht auf. Ha, jetzt habe ich dich erwischt. Und dann machen wir ja auch wieder so einen Strom. Links hier hin. Und da können wir ja gut mal hier hinten platzieren. Und sagen das Ganze mal blubbidups hier hin. Und wenn ich dich habe, haben wir jetzt ja 30, dann können wir vielleicht noch schon mal Reserve machen. Dann nehmen wir hier die schwere Position. Haha, die Straße, die. Der will mich jetzt nur ärgern. So, dann haben wir den, da haben wir den. Den platzieren wir schon mal hin. Dann haben wir mal genügend und der braucht ja 4. 4 mal 30 sind 30, 60, 90, 120. Wir haben dann noch 4 mehr. 120, 100, 120, 130, 132. 132. Strom. 5, 3 Stück von denen hier. Platzieren wir einmal hier oben hin. 1, 2, 3. Gut, der braucht jetzt Wasser. Stopp, Rohre. Ja, wir lassen es weiterlaufen. Da haben wir die Anschlüsse ja gemacht. Und geht einmal da nach unten. Das ist Wasser. Einmal hier hin, da nach unten und sagen hier einmal das Ganze hier hin und das auch von hier nach da. Jetzt haben wir auch das Wasser hier. Wenn ich jetzt da natürlich wieder in den Stadtviertel reingehe und sage hier, dann ist die Nahrung natürlich hier nicht gut. Dann müssen wir halt sagen, okay, wir erweitern das nochmals. Oh. Und sagen hier jetzt so das Vergrößern, ne? Geht das?
Ja, ich kann einfach so sagen und sage hier das Große und mache von hier weiter. Wir machen das mal so. Nee. Ah doch, so. Escape-Taste. Und jetzt sollte auch das mit der Nahrung soweit alles gut sein. Wo ist die einfache Nahrung? 204. Gigantisch, ne? So. Und da werden jetzt auch die einfache Mahlzeit produziert. Hier kommen schon alle. Wow. Und beliefern die Stadt hier fleißig. Wir haben eine Überproduktion. Das heißt, das wird sich nachher eh wieder beruhigen. Auch mit dem Verkehr. Und die machen seinen Weg und werden nachher auch die da hinten dann beliefert. Ja, ja. Und wir haben schon die ersten Habit, die aufsteigen. Also, wir haben es geschafft. Ui, wir sind ja schon über 40 Minuten. Ich danke fürs Zuschauen. Vielen Dank. Und wir sehen uns natürlich in der nächsten Folge wieder. Ich freue mich, wenn ihr dazuschaltet. Jetzt geht es langsam vorwärts. Wir haben genügend Eisen, die wir produzieren. Beton auch. Einwohner gehen nach oben und haben noch Platz. Über für 2200 Bewohner. Die Habite steigen auf, also die 4000 gehen auch nochmals hoch. Wir kommen vorwärts und ich freue mich auf nächste Woche wieder mit euch das zusammenzuspielen, wenn es heißt Infraspace mit Matti. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!